Bei der nächsten Übung geht es um die Kräftigung der oberen Bauchmuskulatur. Wir führen hierzu die klassischen Sit-Ups durch. Weshalb wir das machen? Wir brauchen einen starken Bauch, um eben den Rücken auch mit auszugleichen. Deswegen machen wir auch bei Rückenproblemen Übungen für unsere Bauchmuskulatur. Wir führen auch hier wieder 10 bis 15 Wiederholungen aus, machen davon 2 Sätze. Beachten Sie bitte bei dieser Übung, dass die Lendenwirbelsäule besonders stark auf den Boden gedrückt wird und die Belastung primär aus dem Bauch kommt. Deswegen führen wir diese Sit-Ups so aus, dass die Ellenbogen eng am Körper anliegen und die Hände etwa auf der Brust aufgelegt werden. Ganz wichtig dabei ist auch, dass die Belastung nicht aus dem Nacken kommt und wir mit dem Blick nach schräg vorne oben ausgerichtet sind. Die Beine stehen in etwa in einem 90-Grad-Winkel auf dem Boden. Kommen Sie anschließend in eine ruhige Position. Wir machen ca. 30 Sekunden Pause und starten dann mit dem zweiten Durchgang. Bitte erinnern Sie sich nochmal daran, die Lendenwirbelsäule auf den Boden zu drücken, aus dem oberen Bauch zu arbeiten und den Nacken möglichst entspannt zu halten. Die Arme bleiben eng am Körper anliegend und wir arbeiten nur aus dem Bauch. Die Atmung sollte ruhig und entspannt sein und die Position der Beine ist unverändert. Ca. 15 Wiederholungen. Nach ca. 10 bis 15 Wiederholungen machen wir eine kurze Pause, bevor wir mit der nächsten Übung starten. Bitte beachten Sie, dass Sie selber die Belastungsdauer und Intensität bestimmen, sodass Sie immer die Übung perfekt ausführen können. Brechen Sie lieber vorzeitig ab, aber die Kontrolle der Übung und die Durchführungsqualität steht immer an oberster Stelle.